In diesem Video wird gezeigt, wie Anschlusserweiterungen an einem Patch-Panel durchgeführt werden, was dafür notwendig ist und worauf man achten muss. Vor Beginn der Arbeiten wird das Innere des Etagenverteilers durch Entfernen des Gehäuses freigelegt. Zum Kürzen der Ethernet-Kabel wird eine Kabelschere verwendet. Mit der Abmantelzange wird die Ummantelung des Kabels vom Inneren getrennt. Innenliegende Adern und deren Abschirmung werden mit einem Seitenschneider durchtrennt. Das Schließen der Buchse erfolgt mit einer Zange. Das Kabel wird je nach Bedarf durchtrennt, um eine bessere Verlegung zu ermöglichen. Die Abmantelzange wird am Kabel angelegt. Sie wird kurz um die Längsachse des Kabels herumgedreht. Nach dem Einritzen der Oberfläche kann die Ummantelung leicht hin und her geknickt werden. Hierbei reißt die restliche Ummantelung und sie kann abgezogen werden. Unter der Ummantelung befindet sich ein Drahtgeflecht, welches nach unten hin entfernt, zusammengezwirbelt und um die Adernpaare gewickelt wird. Man nimmt ein Adernpaar und zieht die Schirmung nach hinten und wickelt sie um das Geflecht. Die restlichen Folien können mit dem Seitenschneider abgeschnitten werden. Jede der vier Adernpaare hat eine andere Farbe: grün, braun, blau und orange. Alle Paare haben eine farbige weiße Leitung. An dem A auf der Buchse kann man sehen, dass dies A-kodiert ist. Die Buchse hat zwei Symbole, ein Quadrat und ein Dreieck. Dort, wo das Dreieck ist, wird die weiße Leitung eingeführt und beim Quadrat der dazugehörige farbige Leiter. Mit einem Seitenschneider schneidet man die überstehenden Leitungen ab. Die Buchse hat an der Unterseite zwei Ösen. Zuerst wird durch die hintere Öse ein Kabelbinder durchgesteckt und festgezogen. Dies ist das Buchsenoberteil. Vor dem Befestigen am Unterteil darauf achten, dass die Schneidklemmen gerade und nicht krumm sind. Nun drückt man das Oberteil mit den Fingern auf das Unterteil, damit es zunächst hält. Danach fest mit einer Zange zusammendrücken. Jetzt nehmen wir noch einen Kabelbinder und fixieren damit das Kabel am Stecker. Beim Befestigen am Patchpanel darauf achten, dass man zuerst die Buchse angewinkelt nach oben einhängt und mit genug Kraft reindrückt, bis sie einrastet. Nun befestigt man noch einen Kabelbinder am Kabel- und Patchpanel. Noch das richtige Patchkabel einstecken. Zum Schluss wird das Gehäuse der QuickBox wieder geschlossen.